V2, Auflösegeschwindigkeit eines Salzes, aus dem Praktikum Physikalische Chemie. In diesem Versuch wird die Diffusionskonstante und die Nernste Grenzschicht bestimmt. In diesem Video wird der Versuch näher beschrieben. Dazu soll auf folgende Inhalte eingegangen werden: die Zielsetzung des Versuches, theoretische Grundlagen, die praktische Durchführung und die Auswertung. Zielsetzung. Ziel des Versuches ist die Geschwindigkeitskonstante und die Nernste Grenzschicht zu ermitteln. Die Geschwindigkeitskonstante K wird grafisch ermittelt. Für die Grenzschicht wird zuvor die Diffusionskonstante berechnet. Theoretische Grundlagen. Ein Auflösevorgang von der festen zur flüssigen Farbe verläuft in zwei Schritten. Erstens Herauslösung der Teilchen aus dem Kristallverband, zweitens Teilchen werden von der Oberfläche des Festkörpers entfernt. Der Transportvorgang ist der geschwindigkeitsbestimmende Schritt und somit der langsamere. An der Oberfläche des Kristalls befindet sich eine Schicht gesättigter Lösung, die bei starkem Rühren sehr dünn ist. Diese Schicht wird Nernste Grenzschicht genannt. Die Konzentration der Lösung ist nur zeitabhängig. Die Auflösegeschwindigkeit ist also zeitabhängig und wird durch die in der Deltaschicht ablaufenden Diffusionsvorgänge bestimmt. Dies ist auch durch das erste Fick'sche Gesetz beschrieben. Der Auflösungsvorgang lässt sich über die Leitfähigkeitsmessung beschreiben, da in verdünnten Lösungen die Konzentration proportional zur Leitfähigkeit ist. Praktische Durchführung. Als erstes wird die Oberfläche und die Dicke des Kristalls gemessen und abgeschätzt. Dann werden 200 ml Wasser in ein Becherglas eingewogen. Und folgende Apparatur mit Konduktometer, dem Gipskristall, Rührfisch und Rührplatte, Wasser zum Temperieren und dem Becherglas aufgebaut. Wenn die Temperatur des Wassers konstant ist, wird die Leitfähigkeit des Wassers gemessen. Sobald der Kristall im Wasser ist, wird die Zeit gestoppt. 60 Minuten lang wird 5-mal alle 2 Minuten die Leitfähigkeit abgelesen und dann 10-mal alle 5 Minuten die Leitfähigkeit abgelesen und jeweils notiert und um den vorher gemessenen Wasserleitfähigkeitswert korrigiert. Auswertung. Das Volumen und die Oberfläche wird über die entsprechenden geometrischen Formeln berechnet. Als nächstes wird die Diffusionskonstante über folgende Formel ermittelt. Die Diffusionskonstante D ist gleich R mal T durch F zum Quadrat mal Lambda minus mal Lambda plus geteilt durch Lambda minus plus Lambda plus. R ist die Gaskonstante und beträgt 8,314 Joule durch Mol mal Kelvin. F ist die Faraday-Konstante von 96.486 Coulomb pro Mol. T ist die gegebene Temperatur. Die Äquivalentleitfähigkeiten Lambda können aus folgender Tabelle entnommen werden. Nun trägt man ln K0 durch K0 minus K gegen die Zeit auf und erhält eine Gerade. Die Steigung der Gerade entspricht der Geschwindigkeitskonstante. Mit der Geschwindigkeitskonstante, der Oberfläche, dem Volumen und der Diffusionskonstante kann die Schichtdicke der Nernsten Grenzschicht berechnet werden. Die Schichtdicke Delta ist gleich D mal A durch K mal V. Hier ein Beispiel für die Auftragung von ln K0 durch K0 minus K gegen die Zeit. Die Gerade soll durch den Nullpunkt verlaufen. Die Steigung entspricht der Geschwindigkeitskonstante und kann durch die Gradengleichung oder die RGP-Funktion ermittelt werden.